Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserem Wiederaufbau. In der letzten Folge sind wir vom Sportplatz nach Hause gekommen, haben hier schön was noch geschlafen, eine Runde, was gegessen. Leon hat sein Bild fertig gemalt und ja, ist jetzt gerade da noch ein bisschen am Flugzeug spielen und geht jetzt auch ins Bett, weil es ist schon 10 Uhr und das ist eine Zeit, wo kleine Kinder schlafen müssen. Dann war die liebe Susanne unterwegs und hat in der Lulu Lounge in Downtown den DJ gemacht und hat da ein bisschen Geld verdient und hat auch noch ein bisschen gerappt. Und das war eigentlich ganz okay soweit. Ja, jetzt ist sie wieder daheim, hat noch schnell ein Sandwich gefuttert, weil das war ihr Wunsch. Als nächstes will sie ein Hotdog essen, ja, ein Auto kaufen, ja, was denn noch? Und ausgehen möchte sie. Ja, was macht ihr denn? Ach, Hände klatschen, okay. Ja, und es ist Abend, ich denke, wir werden die beiden auch gleich ins Bettchen packen. Und ja, Marcel ist daheim geblieben, hat auf den Leon aufgepasst, weil sonst müsste man sich auch noch ein Kindermädchen besorgen. Und ja, gut, du könntest doch mal mit ihm reden. Komm, tratsch mal, erzähl mal, was in der Lulu Lounge so abgegangen ist und dass du ein bisschen Geld verdient hast und so weiter. Und, dann kannst du noch einen Witz erzählen und danach, wie sieht's aus? Nimmst du nochmal Acne-Creme und legst dich schlafen? Boom. Ihm geht's noch super gut, sehe ich gerade. Ja, was mache ich denn dann jetzt mit dir, junger Mann? Dir geht's ja noch viel zu gut, als dass ich dich ins Bett schmeißen könnte. Ja, was hast du denn an Wünschen? Er möchte Stufe 3 der Fähigkeit Sauberkeit erreichen. Jo, also wenn das dein Wunsch ist, das kannst du haben. Hack mal ein bisschen das Zeug da weg. Ich glaube, das müsste Sauberkeit bringen. Bin mir nicht sicher, aber es fängt an zu... Es geht los. Und dann sieht es hier vielleicht auch mal ein bisschen hübscher aus. Also, ich meine, ne? Und ihr könnt einen schönen großen Blätterhaufen, da kann man auch drin spielen vielleicht. Was weiß ich. Ja, also, auf jeden Fall, das macht Spaß. Spaß weniger, aber das macht Sauberkeit, soweit ich mich erinnere. Und wir kriegen ihn müde damit. Das ist also alles in Ordnung. Dann spule ich das mal. Weil das kann dauern. Ah ja. Unser Marcel hier, ne? Ja, hallo, Ohrennatur. Wenn du dich weiterhin verbessert, gibt's den mit... Also das bringt auch Natur. Ach, guck. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Na gut. Soll mir recht sein. Eigentlich wollte ich Natur ja dem lieben Leon aufs Auge drücken, aber egal, die kriegen alle irgendwas. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Hake mal ein bisschen schneller. Ja, da wieder ein Häufchen. Ja, mitten in der Nacht fängst du an zu haken. Ich will den Sauberkeitspunkt kriegen. Wie lange brauchst du da noch? Ah, nicht mehr lang. Gleich hast du den. Dann hast du wenigstens um den einen Baum rum alles weggehakt. Das sieht doch dann richtig schmuck aus, oder? Statt den Blättern auf dem Boden haben wir jetzt die Blätter auf Häufchen. Und der Sauberkeitspunkt ist da. Das reicht dann auch. Genug gehakt. So. Was hat er denn jetzt an Wünschen? Da können wir, so kann man nämlich auch mal Wünsche erfüllen, das ist nicht verkehrt. Geist sehen. Er muss auf den Friedhof gehen oder so. Stufe 4 der Fähigkeit Sauberkeit. Was hast du mit der Sauberkeit? Habe ich dir da... Oh. Ich hätte mal öfter hier reingucken sollen. Marcells Laufbahnlevel ist hochbegabter. Er ist goldig. Und sein Lebensziel ist Zauberkünstler werden. Ja, cool. Wie geht das? Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Zauberkünstler. Ja, das ist nicht verkehrt. Aber das werden wir hier leider in unserem Let's Play nicht mehr erleben. So, er hätte Hunger. Ja, aber er kann auch morgens frühstücken. Also ich würde sagen, nachts um 2:30. Dann geh du mal Acne-Creme verwenden. Du hast nämlich auch einen ekelhaften Pickel da auf der Stirn. Und dann gehst du auch mal schlafen. Und dann...
denke, ich sollte das so erstmal genügen. Und dann haben wir nämlich Sonntag, ihr Lieben. Und dann müssen wir mal gucken, was wir an dem Sonntag Schönes unternehmen werden. Natürlich werden wir wieder was unternehmen, ist ja klar. Ja, dann schauen wir mal, ne, was uns da so einfällt. Und wenn das Wetter noch so mitmacht, könnten wir natürlich auch mal in den, ja, in den Krachtensgarten. Ich würde ja gern mal so einen Kochwettbewerb mitmachen irgendwie. So, aber wer ist zuerst wach? Sie reckt und streckt sich. Okay, dann geh du mal benutzen und Hände waschen und Aknecreme verwenden. Und du machst die Betten. Das finde ich hervorragend. Also Leon, du bist echt ganz toll. Dann kannst du das Bett bitte auch noch machen. Und was hat denn Leon an Wünschen? Ah, er möchte Samen aussehen. Und Wanderung unternehmen. Ja, cool, stimmt. Wir haben ja jetzt die Hobbys dabei. Stimmt, er kann ja jetzt auch wandern gehen. Ist ja genial. Stimmt, da hatte ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier noch, ich weiß aber nicht, ob du noch was sehen kannst. Viele pflegen geht und viel gießen. Geht da noch was? Ja, tatsächlich. Er kann noch was pflanzen. Dann pflanzt noch eine Tomate. Dann haben wir den Wunsch erfüllt. Und, dann, ja, gucken wir mal, ne? Dann kannst du dich auch sonst um den Garten kümmern, würde ich sagen. Dann viele pflegen und viele gießen. Das darfst du mal machen. Er hier, halt. Nicht an das Ding rennen. Nein. Du machst was ganz anderes. Du nimmst dir das komische Buch da mal und tust es weglegen. Was hast du für Wünsche? Immer noch den gleichen Mist. Okay. Dann kannst du aber mal, Frühstück zubereiten. Haben wir noch Müsli? Ich glaube nicht. Mach einfach nochmal Müsli für alle. Komm. Das ist morgens einfach momentan Standardfrühstück. So, unsere liebe Susanne kümmert sich gerade um ihren Pickel. Genau. Was hat denn sie für Wünsche? Ach, sie möchte ein Sim um ein Date bitten. Aha. Soweit sind wir. Und ein MP3-Player kommt. Stimmt. Ich hatte doch vor... Da war doch, was machst du? Spielen! Sie geht spielen, das wollen wir uns angucken. Ja, tut das mal weg. Spiel mal. Ah, guck mal, da fliegen die... Ja, zum Leon würde das prima passen, muss ich sagen. Aber bei ihr sah das ja jetzt lustig aus. Und da hat der liebe Marcel direkt wieder einen Blätterhaufen zum Zusammenfegen. So, was machst du Schönes? Kümmerst du dich ordentlich um die Sachen? Hast du deinen Wunsch erfüllt bekommen? Ja, jetzt will er Schmetterlinge fangen und Glühwürmchen fangen. Ja, schade, dass du jetzt nicht mehr wandern willst. Aber das machen wir vielleicht trotzdem nochmal. So, dann gieß mal schön. Hier, das kannst du auch noch gießen. Ne? Ich hoffe, das gießt du mit. Er kümmert sich so schön um den Garten. Genau, ja, das muss angegossen werden. Das ist ein neues Pflänzchen. Das mag auch Wasser haben. Und dann kommst du her und tust mitessen. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Dreien heute noch so anstellen können. Ich glaube, das hattest du schon gegossen, Junge. Dann kannst du jetzt aufhören mit Gießen. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Ich würde ja, wie gesagt, sehr gerne zu einem Kochwettbewerb mal wandern. Andererseits, jetzt haben wir gerade wieder gegessen. Oh, da hat ja wieder einer gegraben. Was ich auch sehr interessant finde, und ich glaube, das werden wir heute machen, ist diese Hobbygeschichte von Susanne mit Kunst und Handwerk. Da kann man nämlich auch ganz viele tolle Sachen machen. Das bringt auch Spaß und man kann damit Geld verdienen. Deswegen würde ich fast sagen, da gehen wir als nächstes hin und gucken uns ein bisschen um und schauen mal, was das so bietet. Ne? Weil wir brauchen ja weiterhin Geld. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt das Geld, was wir haben, gleich wieder ausgebe für was weiß ich nicht was. Und dann haben wir nachher keine Möglichkeit mehr, an weiteres Geld zu kommen. Und ihr seht hier, guckt mal, er friert schon wieder. Gut, er sitzt momentan ja auch die ganze Zeit im Schlafanzug darum, aber wir brauchen Geld. Wir müssen Wände um unser Zeugs hier machen. Also das ist auf Dauer, ist das sonst nichts, ne? Also... Irgendeine Möglichkeit
Ah, was will ich denn hier? So, sie räumt auf. Okay, das ist in Ordnung. Sie ist auch in Ordnung. Er ist auch am Frieren. Mensch, du solltest dir auch mal Zeugs anziehen hier. Das ist... was machst du? Ach, er bewundert sich wieder im Spiegel. Das ist das Übliche. Ja, ja. So, Susanne, räum mal das bitte weg. Und das, Leon macht selber sauber. Gut. Dann räumst du das weg und gehst bitte duschen. Moment. Ich muss noch kurz... Was willst du? Ballwerfen spielen mit deinem Bruder. Ja, das ist okay. Das könnt ihr durchaus machen. Das stört mich gar nicht. Dann geh und spiel mit ihm Ballwerfen. Na, endlich hast du dir mal was angezogen. Denk dran, dein Bruder bräuchte auch mal irgendwas an. Der erfriert uns sonst noch. Ja, kalt, ne? Kannst du dir nichts anziehen, Mensch? Hm. Kommode haben wir nicht. Naja. Du könntest ins Badezimmer vielleicht dich aufwärmen gehen. Ich glaube, den schicken wir auch gleich nochmal unter eine Dusche. Dann ist der auch angezogen und dann... Ja. Ey, was willst du, du läufst hier rum und ja. Gucke mal, du könntest ja jetzt hier nochmal graben gehen. Vielleicht findest du ja nochmal was. Dann grab du mal bitte nach dem Schatz. Du kannst nochmal Kreuzworträtsel lösen. Er ist jetzt angezogen und warm. Und der Kleine muss dringend mal eine Runde unter die Dusche. Der friert mir sonst noch. Das geht nicht. Und dann schicken wir ihn auch nochmal auf Toilette. Und dann würde ich sagen, wenn das alles gemacht ist, dann gehen wir mit Susanne auf das andere Grundstück und gucken uns diese Hobbygeschichte da mal an. Ja, wir haben auch noch Zeit, also von daher, so, jetzt buddel du mal schön. Zeig uns, was da drinne ist. Oh, guck mal, es fängt an zu schneien. Und was haben wir gefunden? Kann man damit was machen? Irgendwas Schönes? Ein Stein. Ja, schön, okay. Wir haben einen Stein gefunden. Dann füll wieder auf, bitte. Ja, nachdem du den Schnee bewundert hast, wen haben wir da? Die Julia, Mond, wie auch immer. So, der Kleine ist auf dem Pott. Ist er jetzt wieder warm? Jawohl, gut. Und wenn du das gemacht hast, dann geht's zum Grundstück. Gemeinschaftsgrundstück. Mhm. Und zwar mit allen. Jawohl. Und zwar Hobbys. Von der Muse geküsst 2. Im Kunst- und Handarbeitsatelier von der Muse geküsst 2 haben sich mehrere Ateliers zusammengeschlossen, damit du deiner Kreativität in allen Bereichen freien Lauf lassen kannst. Hier wirst du auch von der Muse geküsst. Nur für Mitglieder. Da wir ein Mitglied haben, darf das natürlich auch Gäste mitbringen. Das ist erlaubt. Und das machen wir jetzt natürlich, ne? Und dann wollen wir doch mal schauen, was es da alles gibt, wie es da aussieht, was wir da an Spaß haben können und, wie wir unserer Kreativität den Lauf lassen. Auf geht's, Leon. Hopp, hopp. Ich finde nämlich diese Hobbys, also wie gesagt, ich bin ja total begeistert von dem Freizeitspaß-Add-on. Also ich sag, es ist mal von oben vor Business und so, 4 Jahreszeiten vielleicht noch wirklich eins der besten Add-ons überhaupt, weil so viel Neues dazu gekommen ist und so viel geniale neue Interaktionen und ich liebe es. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Das war auch immer früher das Problem, wenn ich mal gespielt habe, ne, und die Leute wurden zu Senioren und älter. Huch. Was macht man dann mit denen, ne? Willkommen im von der Muse geküsst 2 Kunstatelier. Sieh dich um und lass deiner Kreativität freien Lauf. Nebenbei kannst du mich auch um Ratschläge zur Kunst- und Handarbeit bitten. Das ist die Dana Lewis. Das werden wir natürlich mit Susanne machen, weil Susanne ist da ja sehr wissbegierig. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Also, so sieht das aus. Ey, guckt mal, sogar Kleinkinder könnten hier mit hin. Ihr kennt dieses nette Teil hier, ne? Bauklötzchen und Zeichendings.
Also rein theoretisch könnten die mit, aber da können auch Kinder was mitmachen. Da haben wir zum Zeichnen etwas, das gibt's, weil es jetzt auch den Beruf Architekt oder Bauzeichner oder so gibt. Hier hängen Gemälde, kann man gucken, kann man malen. So, dann haben wir hier, was haben wir, fangen wir da an. Oh Leute, schaut euch das an, eine Patchwork-Decke. Hier, Nähmaschine, kann man nähen und alles. Dann haben wir hier, da gibt es diese, die kann man natürlich herstellen, diese genialen Teddybären. Also da geht es ums Nähen und Handarbeiten, Topflappen und Patchwork-Decke und Teddybären und weiß der Geier was noch. Hier ein kleiner Grillplatz mit bunten Tischen, das finde ich auch mal sehr, sehr schön gemacht. Hier auch wieder gut mitgedacht mit Duschkabinen. Toiletten, ne? Und umziehen kann man sich auch. Weil ich finde das immer schade, wenn man irgendwo ist und man verdreckt sich und so und hat nie die Möglichkeit zu duschen. Hier haben wir eine kleine Töpferwerkstatt. Da werden wir natürlich auch hingehen. Ist doch klar, da kann man dann alle möglichen Sachen töpfern. Mit der Töpferscheibe. Da so Teller und Vasen und was weiß ich noch für ein Zeugs. Und da hinten ganz normal, einfach für den Spaß. Ui, guckt mal. Da haben aber welche gekleckst. Die ganz normalen Staffeleien für zum Malen. Also ich finde, das Ding bietet einiges. Also es ist auch sehr schön angelegt mit dem Weg und allem. Ich gucke mal, wenn ich jetzt noch ein Ding hochmache. Okay, dann sieht man auch Dächer vielleicht mal. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Also man ist in einem Haus und unter Dach und Fach. Und einfach nur, ich finde es total schnieke. Also... bin begeistert. So, und da gehen wir jetzt hin. Und dann gucken wir mal, wo ist diese, die ist da, die Dana. Die müssen wir natürlich mal anquatschen. Ist klar, wir sind ja diejenige mit der Mitgliedschaft. Wir unterhalten uns mal mit einem Witzchen. Erstmal ganz locker. Dann plaudern wir mal ein bisschen mit der könnten wir uns ein bisschen enger beschäftigen. So. Und die anderen dürfen tun, was sie wollen. Ich gehe mal wieder runter. Mal gucken, wo sie jetzt hinrennen. Was will er denn? Was möchtest du machen? Kochen. Du mit deinem Kochen. Ja, Kochen ist gut, aber ja. Oh, er hat Timo Hampelmanns kennengelernt. Das ist gut. Was macht er hier? Er will mit seinem Bruder irgendwie Fangen spielen. Ja, nee, du kannst jetzt mal kommen. Lass mal die Großen. Du kannst hier mal mit Klötzen spielen. Das finde ich nämlich mal eine ganz tolle Sache. Und dann kann dein Bruder sich mit dem Timo mal ein bisschen unterhalten und reden und über Hobby reden. Über was reden wir denn mit dem mal? Ja gut, natürlich, wir sind bei Kunst und Handarbeit. Dann reden wir da auch mal drüber, ne? Und dann sind die Leute erstmal ein bisschen beschäftigt. Und ja, dann schauen wir mal. Die quatschen da eine Runde. Ja, oh, jetzt geht's gerade um Fußball. Also Sport mögen die natürlich auch, ist ja klar, ne? Dann könnte man mal fragen, Unterweisung in Hobby. Das machen wir natürlich. Wir wollen ja dazulernen, ne? Weil alles, was wir darüber lernen können, ist gut für uns. Ja, wie war's? War das jetzt nicht so, was macht ihr jetzt? Bauchreden zu, oder was? Was? Reden. Ach, ihr redet über Hobby. Ach so. Plaudern. Ach nee, die kommt und redet mit uns, mit dem Teddybär. Ah! Oh, guck mal. Entschuldigung, aber das sieht ja sowas von ulkig aus. Ja, komm, Tussi, mach dich weg. Du bist eh nicht in unserem Alter, also bitte. Ja. Und Susanne lauscht ganz ergriffen dem, was die liebe Frau da erzählt. Das ist super. Kannst du da mitmachen? Warte mal. Ja, guck dir und hör dir das auch mal an. Oh Gott, ich hoffe, sie kommt jetzt nicht wieder angerannt. Und er ist hier am Spielen. Guckt euch das an. Wir bauen hier die tollsten Sachen. Aha. Ja, oh, das macht Spaß. Also das ist hier halt wirklich das Gute, es macht Spaß und ich glaube, das Bauen ist eher, Bauen ist eher so Richtung, ach, helft mir mal. Ich werde es gleich sehen.
er hat ja gleich fertig gebaut. Ich spule mal ein bisschen. Dann wissen wir es. Ich glaube, es ist Mechanik, was er damit lernt. Ja, genau. Ein Mechanikpunkt. Das ist nämlich nie verkehrt, wenn man Mechanik kann. Ja, tja. So, und dann kannst du natürlich auch mal zeichnen. Also, wenn du mit der Mechanik fertig bist und, ja, zeichnest du jetzt? Ja, das ist, er zeichnet. Gut, dann gucken wir mal, was die anderen so machen. Ah, die stehen da. Die steht immer noch da und hält das, den Teddybär fest. So, ich glaube, wir haben jetzt genug gehört. Wir wollen mal was ausprobieren. Okay, danke schön. Und du, ja, du kannst mal... Hä, wer ist denn das? Eva Zadi oder Zaidi, keine Ahnung. Du kannst auch mal irgendwas ausprobieren. Ich würde sagen, den Marcel schicken wir mal hier zum Töpfern. Der kann mal einen Teller fertigen. Und die liebe Susanne, die darf hier mal nähen. Die kann hier mal einen Topflappen machen. Das kostet erstmal Geld, klar. Logisch, aber man kann den auch verkaufen und es bringt auch ein bisschen was. Außerdem wollen wir ja ein bisschen was lernen, ne? So, und hier, du bist schön am Malen. Ja, wir machen genau diesen schönen roten. Machen wir mal, geben wir dem Ding einen Namen. Ja, Susannes erster Topflappen. So. So heißt er. Sule. Und dann gucken wir mal. Sie ist schon fleißig dabei. Oh. Und dann haben wir hier perfekte kleine Teller. Was möchte denn Marcel für einen Teller machen? Ich finde diesen weißen da mit dem Muster immer ganz hübsch. Den nennen wir natürlich auch entsprechend Marcels erster Teller. So. Die können wir auch aufheben. Das sind ja auch irgendwie Erinnerungsstücke, ne? Ich meine... So, auf jeden Fall wollte ich gerade gucken. Hier, Susanne, ganz fleißig am Nähen. So sieht das aus. Ah, ist das schön. Guckt mal. Und da die Schnittmuster. Also ich finde auch, die haben die Sachen so schön liebevoll gestaltet. Also, ich finde es einfach nur genial. So, da ist sie am Schneiden. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, was Marcel da tut. Aha, er steht und da rotiert die Scheibe. Da hat er den Ton und alles. Und aha, und die, ja, das sieht auch richtig gekonnt aus. Super, da kommt schon wieder irgendwer mit einem Bären. Dass die Tussi einen nicht in Ruhe lassen können. Echt, ey. Also ihr seht, mit den Sachen hier kann man eine Menge machen. Der Haken ist, wenn man das daheim macht, also sag ich mal, wir das jetzt machen wollten, zum Geld verdienen, müssten wir die Sachen kaufen. Oh, da hat einer was fertig. Moment, Marcel, erster Teller wurde fertiggestellt. Das geht ja ruckzuck, ne? Gucke mal da. Das ist er. Und, verkaufe das Objekt oder wähle im Kaufbaumodus und platziere es in der Spielewelt. Wir können den, glaube ich, auch in, ins Inventar packen. Der würde jetzt 40 Euro bringen. 40 Simeons, ne? Also im Prinzip das, was wir, glaube ich, bezahlt haben. Nee, so viel haben wir gar nicht bezahlt. Weiß ich jetzt nicht. Aber den wollen wir natürlich... nee, können wir den nicht ins Inventar packen? Oh, wir können ihn nur verkaufen. Schade. Na gut, egal. Dann verkaufen wir den. Und schon haben wir was gemacht. Die Tussi will was von dir, ey. Wie fandst du das jetzt? Hat dir das Spaß gemacht? Ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht. Wir können ja mal viele fertigen. Ah, Teller kostet 30, verkauft für 40, macht 10 Simeons Gewinn. So, dann mach mal ein paar davon. Das ist okay, da machst du wieder diese schönen Weißen da. Oh, jetzt habe ich denen gar keinen Namen gegeben. Egal. So, dann gucken wir mal, wie weit hier die Susanne mit ihrem Topflappen ist. Aha, der erste Topflappen ist fertig und erscheint im Inventar. Prima, sie hat ihn direkt ins Inventar gekriegt. Bei Marcel habe ich, glaube ich, zu früh gestoppt. Wir haben jetzt hier unseren ersten Topflappen. Den behalten wir auch, den behalten wir auch. Der wäre jetzt, hätte einen Wert von 44. Okay.
für Nähanfänger, genau. Und weil es so Spaß macht, machen wir jetzt ein paar mehr davon. Topflappen. Da geht jetzt nicht so viel Geld bei rum, aber egal. Das machen wir jetzt einfach mal, ne? Du machst einen Topflappen und dann gucken wir, bleiben wir bei diesen, warte mal, die nennen wir einfach Sus. Susannes tolle Topflappen. So. Vielleicht verkaufen sie sich dann besser. So, Dele, da müssen wir nur gucken, dass wir nicht so viel Geld ausgeben. So, was machst du jetzt? Ah, du hast genug gemalt. Können wir mit deinen gemalten Sachen noch was machen? Warte kurz. Da ist nämlich das Gemälde von unserem Kleinen. Was kann man damit machen? Nee, nur zeichnen. Warte mal kurz. Wir gucken, können wir das nehmen? Nein, leider nicht. Und kaufen, verkaufen können wir das hier auch nicht. Also da müssen wir... Der Kleine kann hier halt nicht viel machen. Der könnte höchstens... Oder kann der hier zeichnen? Ah, der könnte an der Staffelei. Das kann man dann natürlich auch wieder verkaufen, aber ja. Wir lassen ihn einfach mal. Der soll hier ein bisschen Spaß haben. Und gut ist, ne? Jo, und wieder ein perfekter kleiner Teller. Dann mach noch einen, würde ich sagen. Und dann sollten wir langsam wieder Richtung Heimat oder so, weil ich sehe es schon kommen. Er wird müde. Ja, er spielt aber schön. Das ist prima. Und wie gesagt, Spaß machen diese ganzen Sachen. Was natürlich ein absoluter Vorteil ist, dass das hier so einen Spaß macht. Ja, man kann Leute dabei kennenlernen und. Also, ich finde das hier einfach nur genial. Ich kann mich da nur wiederholen. Ha! Was machen die? Oh, Josie. Josie Gärtner? Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Wusste gar nicht, dass es da noch jemanden gibt mit dem Namen. Ja, und Susanne hat auch einen Topflappen hergestellt. Gut. Wie weit bist du mit dem zweiten Teller? Jawohl. Und ab ins Inventar bitte. Und fertig. Gut. So. Dann gehst du bitte mal grillen. Grillen Hot Dogs. Weil wir haben auch langsam Hunger. Was macht denn unser Leon? Der steht da. Und ja, ist ein bisschen langweilig, glaube ich, gerade. Du kriegst gleich was zu futtern, Junge. Ach, und Susanne ist da mit ihr am Schwätzen. Warum das? Warum hast du nicht... Uiuiuiuiui! Eben ist irgendwas hier gestiegen. Habt ihr das gesehen? Genial. Ja, sie unterhält sich, plaudert und ja. Wir gucken, dass wir jetzt mal was zu futtern kriegen. Und dann machen wir uns langsam auch wieder auf den Heimweg, weil die Zeit mir schon wieder wegläuft. So, geh mal was essen. Und du gehst auch was essen. Und du nimmst dir hoffentlich auch noch was zu essen. Ja, genau. Du kannst hier essen. Setz dich zu dieser Saida oder wie sie heißt. Die sieht aus, als wäre die auch in unserem Alter. So, und alle freuen sich, weil sie Hot Dogs kriegen. Das ist perfekt. Und dann haben wir doch hier schon mal einen tollen Tag verbracht, ne? Weil wir waren jetzt wirklich fast den ganzen Tag hier. Schon 17 Uhr abends wieder. Also die Zeit vergeht natürlich immer viel zu schnell. Ist ja klar. Und dann wird gequasselt und geguckt. Und wie gesagt, wir müssen halt mal schauen, wie wir das weitermachen. Aber die Sachen, die wir jetzt im Inventar haben, da haben wir zwei Teller. Und bei Susanne haben wir zwei Topflappen. Die können wir dann natürlich auch wieder schönstens verkaufen. Und es hat Spaß gemacht, hat die Kreativität gefördert und ja, was will man mehr? Und unser Leon hat sogar noch einen Mechanikpunkt bekommen, weil er Bauklötze gebaut hat. So, ich spule das Ganze jetzt mal, weil wie gesagt, meine Zeit schon wieder am Wegrennen ist. Esst mal alle auf, damit wir dann nach Hause können. Und oh, Leon ist natürlich schon wieder hundemüde. Klar, war aber auch ein anstrengender Tag. Hat ja doch relativ lang durchgehalten, der Kleine. Ja, und Toilette und Duschen und so, das können wir alles machen, wenn wir dann daheim sind. Und da gehen wir nämlich jetzt hin. Wir räumen nicht auf, das können die anderen bitte machen. Wir haben fleißig gearbeitet und ja, wir müssen heim. Wir haben hier ein kleines Kind und ne, das muss nach Hause.
Ist so. Die gehen heim. Nee, 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 nix duschen. Und du, ja. Genau, geh nach Hause. Auf geht's. Hopp, 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 hopp. Ja, gut. Er hat's gerafft, er auch. Okay, alle. Komm, beeil dich, sonst hängst du wieder da ewig hinterher. Also ich hoffe mal, ihr könnt mir ja mal gerne Bescheid geben, wie euch das hier gefallen hat mit diesem Handarbeitsdingens. Kunst und Handarbeit von der Muse geküsst 2. Ja, sagt's mir einfach mal. Also wie gesagt, ich bin ja von dem Teil hier total begeistert, wie von einem anderen der gleich ähnlichen Art auch. Also wie gesagt, diese Hobbyteile sind voll meins. Jo. Könnt ihr mich gerne mal wissen lassen, was ihr dazu meint. So, und jetzt kommen wir wieder nach Hause und dann muss ich mich leider auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und, jawohl. Und tschüss. Bye-bye.